Dieses Sushi habe ich nicht bestellt, sondern komplett selbst gemacht. Und ich sage euch so viel, es war ein weiter Weg. Sushi ist eines dieser Gerichte, wo ich gar nicht auf die Idee kommen würde, es selbst zu machen. Bis heute. Ich habe es zwar schon mal mehr schlecht als recht gemacht, aber heute machen wir das Ganze richtig. Mit freundlicher Unterstützung von Shopify. Dazu aber später mehr. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Zutaten, aber wir fangen an mit dem Reis. Ganz wichtig ist, dass wir kurzkörnigen Sushi-Reis benutzen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe hier einen richtig schönen und der sieht alleine schon richtig special aus. Ich glaube, wir sind damit auf einem guten Weg. Denn wenn wir drüber nachdenken, ist Sushi 90% Reis. Und das Wichtigste bei jeder Zubereitung von Reis ist, ihn gut zu waschen, damit die überschüssige Stärke davon losgelöst wird. Einfach ordentlich Wasser hineingeben, sodass er gerade bedeckt ist. Einmal schön durchwaschen. Unser Sushi-Reis ist fertig gewaschen, wenn wir ihn durch das Wasser durchsehen können. Er muss nicht perfekt transparent sein, so leicht milchig darf es noch sein, aber man muss ihn eben durchsehen können. Dann schütten wir das restliche Wasser ab und ich stelle sicher, dass wirklich alles Wasser raus ist, sodass wir das perfekte Verhältnis von Wasser zu Reis im Reiskocher haben. Und dieses Verhältnis ist ein Volumenanteil Reis und ein Anteil Wasser. Jetzt brauchen wir einen Reiskocher. Ganz ehrlich, Leute, ich würde es mir nicht selbst zutrauen, bei sowas wie Sushi, wenn ich wirklich ein perfektes Sushi machen will, den Topf zu benutzen. Weil ein Reiskocher, mach das Ding an, lehn dich zurück. Reis hineingeben. Wir sind auf Reis und jetzt auf Sushi und jetzt schmeißen wir das Ding einfach an und hoffen, dass die Technik uns nicht im Stich lässt. Zuletzt kommt noch eine besondere Zutat hinzu und zwar Kombu. Das hier ist eine Kombu-Alge. Die gehen wir einfach noch mit rein in den Reiskocher. Die quillt auf und gibt dem Ganzen den wirklich authentischen Geschmack. Unser Reis sollte jetzt fertig gekocht sein. Wow, und er sieht schon richtig schön und luftig aus. Unsere Kombu-Alge, die nehmen wir jetzt auch wieder raus, ist auch schön rehydriert worden. Noch ist das Ganze aber kein Sushi-Reis, sondern nur kurzkörniger Reis. Damit es Sushi-Reis wird, müssen wir es erstmal würzen. Und das macht man mit Sushi-Reisessig. Den gebe ich in einen Topf. Das waren 2 Esslöffel, dazu 1 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Bei moderater Hitze lasse ich das jetzt erwärmen und rühre dabei einfach ein bisschen um, sodass unser Zucker und unser Salz sich auflösen. Jetzt, wo das Ganze aufgelöst ist, nehme ich meinen Reis und gebe ihn kopfüber in eine Schale. Nicht in irgendeine, sondern in die Blockschale. Zack. Reiskocher lasse ich an, denn wir brauchen gleich die Warmhaltefunktion. Jetzt ist hier mein Reis drin und ich nehme meinen Sushi-Reislöffel, tut auch ein normaler Holzlöffel, und schütte quasi auf die Rückseite meine Mischung drauf, sodass sie sich über dem Reis schön verteilen kann. Und jetzt streiche ich hier so ein bisschen durch, um den Reis aufzulockern und das Ganze zu würzen und durchzumischen. Hierbei geht es nicht nur darum, dass man das Ganze würzt, sondern auch, dass man quasi die Körner ein bisschen auflockert, sodass sie wieder schön einzeln für sich stehen. Restliche Würzung noch dazu. Jetzt wird es Zeit für die Geschmacksprobe. Wow, perfektes Level von Essig, bisschen Salzigkeit und eine leichte Süße. Wenn unser Reis ein bisschen die Mischung absorbieren konnte, gebe ich ihn wieder zurück in den Reiskocher, der noch auf der Warmhaltestufe ist. So bleibt unser Sushi-Reis jetzt warm, kümmern wir uns um unsere Toppings. Freunde, jetzt geht's an die Wurst oder besser gesagt an den Fisch, denn wir haben 4 Aufgaben für den heutigen Tag. Wir machen einmal Maki, einmal Sashimi, einmal Nigiri und zu guter Letzt eine Special Inside-Out-Rolle. So haben wir das Beste aus beiden Welten, aus dem japanischen Sushi und dem amerikanisierten Sushi. Vieles davon mache ich zum ersten Mal, aber seid euch sicher, ich habe mich gut darauf vorbereitet. So wie auch damals, als ich meine eigene Marke Block gegründet habe. Bei Block mussten wir alles von Grund auf neu machen. Die richtige Produktion finden, die Marke anmelden, die Firma gründen und natürlich den richtigen Shop programmieren. Oft haben wir zugegebenermaßen auch ein bisschen gezweifelt, ob wir das alles fertig bekommen, aber wir haben an die Idee geglaubt und nicht aufgegeben. Ich selbst hatte schon immer von einer eigenen Kochmarke geträumt und bin sehr froh, dieses Projekt letztendlich umgesetzt zu haben. Und als wir den Shop gelauncht haben, war mir klar, es gibt keinen besseren Anbieter als Shopify. Und umso stolzer bin ich heute sagen zu können, dass sie Partner dieses Videos sind. Shopify bietet eine All-in-One-Plattform, bei der jeder seinen eigenen Shop erstellen kann. Ganz einfach über die App oder am Desktop. Shopify unterstützt Unternehmen vom ersten Verkauf bis hin zum großen Erfolg und stellen die Ressourcen zur Verfügung, die sonst eigentlich nur großen Unternehmen zur Verfügung standen. Ihr könnt super easy euer Lieblingsdesign aus den vielen eigenen Themes auswählen und direkt loslegen. Die Seite selbst ist auch unglaublich einfach aufgebaut und ihr könnt alles frei anpassen. So wie ich es auch bei Block.shop gemacht habe. Wenn ihr etwas verkauft, erhaltet ihr eine Benachrichtigung direkt auf euer Handy, ihr könnt die Statistiken verfolgen und habt alles immer im Blick. Wenn du also eine eigene Marke gründen willst oder irgendetwas online verkaufen möchtest, dann ist Shopify das beste Tool für dich. Mit meinem Link in der Videobeschreibung könnt ihr das Ganze kostenlos testen und der Weg zum eigenen Unternehmen ist nicht mehr weit. Vielen Dank an Shopify fürs Unterstützen dieses Videos. Ich würde sagen, wir machen uns ans Rollen. Ich würde sagen, wir beginnen mit einem meiner Allzeit-Klassiker mit Lachs, Avocado, Maki. Dafür brauchen wir Avocado. Die schneide ich mir einfach einmal hier in der Hälfte. Dafür viertle ich die Avocado erstmal.
Sollte nicht zu weich, aber auch nicht überreift sein. Also wir brauchen jetzt so relativ dicke Slices, so würde ich sagen. Sagst du, dass wir die etwa auf die Dicke von unseren späteren Lachsfilets bekommen? Ihr wisst, Leute, ich bin bei sowas auch ehrgeizig. Ich will am Ende des Tages, will ich eigentlich ein Sushi, das mindestens so gut ist, wie wenn ich es mir beim Sushi-Lieferservice bestelle. Avocado ist geschnitten, jetzt wird es richtig spannend. Messer sauber machen, Lachs-Maki. Ich habe hier einen Abschnitt von unserem Lachsfilet, die wir auch noch durch den dünnen Part ziemlich gut zusammenlegen können, sodass wir gleich eine durchgängige Maki-Rolle machen können. Wir brauchen unsere Nori-Blätter. Die kann man entweder in dieser Größe kaufen oder bereits halbiert. Für Maki nimmt man die halbierten, man kann aber auch die großen einfach selbst halbieren. Das ist jedem selbst überlassen. Jetzt nehmen wir unser Nori-Blatt, legen es einmal hin und jetzt brauchen wir eine schöne Handvoll von unserem Sushi-Reis. Ich nehme jetzt einen kleinen Tropfen Öl in die Handfläche und verreibe das einfach an meinen Handschuhen. So, und jetzt nehme ich mit meinen geölten Handschuhen ein bisschen Sushi-Reis raus und forme den hier einmal zu einer Kugel. Der Trick scheint zu funktionieren, es klebt nichts an den Händen. Jetzt nehme ich mir meinen Sushi-Reis und jetzt ist der Trick, ihn erstmal der Breite nach ein bisschen auszubreiten. Ein bisschen mehr hier an die Seite. Ihr seht es, hier ist mein Nori-Blatt gerissen, das ist ein bisschen ungünstig. Zweiter Versuch, nehmen wir unsere Sushi-Matte. So, hier oben habe ich probiert, ein bisschen höher zu lassen, sodass wir jetzt dahinter unsere Zutaten für die Maki legen können. Einmal Lachs, Avocado. Es ist relativ viel Stuff drin. Man hält dabei so die Zutaten fest und drückt sie unten gegen diesen kleinen Damm aus Reis, den wir gemacht haben. So, irgendwie würde man es ja schaffen, weil wir wollen ja die so voll, wie es irgendwie geht, bekommen. Ja, das ist ja auch nichts. Verdammt, Leute. Das ist mit Sicherheit sehr lecker, aber es macht mich auch sehr traurig. Nächster Versuch. Dritter Versuch. Nehmen wir uns unsere Matte. Legen sie nieder. Ein Nori-Blatt darauf. Jetzt habe ich auch langsam die Routine, die ich brauche. Und jetzt bereite ich meine Zutaten noch mal besser vor, sodass es nicht zu viel wird. So, und jetzt klappen wir das Ganze zu, halten die Zutaten drin, bisschen mit Wasser drüber, einmal überklappen noch. Und jetzt sollten wir mit ein bisschen Glück eine vernünftige Maki-Rolle haben. Fast intakt. Da müssen wir gucken, dass wir sie gleich schneiden. Ein bisschen tricksen. Jetzt kommt der große Moment. Jetzt kommt das Schneiden, wo alles, was wir bisher geschafft haben, einfach noch kaputt gehen kann. Vorsichtig das Messer durchgleiten lassen. Nicht mit Druck arbeiten. Okay. Qualitätstest. Qualität sehr gut. Der erste Bestandteil steht schon mal. Leute, ohne Witz, wenn ich mir das so angucke, gerade mit dem Trick für die Höhe, bin ich damit schon zufrieden. Ich meine, das ist mehr oder weniger mein erstes Mal, dass ich dieses Sushi mache. Und machen wir ein bisschen weiter und finden einfach mal den Spaß an der Sache. Ich mache Gurkenmaki. Maki sitzen. Als nächstes kümmern wir uns um Sashimi und Nigiri. Hier habe ich ein schönes Stück Lachs, bei welchem ich mir angeguckt habe, dass man anscheinend Sashimi schneidet, indem man einfach 1-2 mm über der Schnittkante ansetzt, mit den Fingerspitzen stabilisiert und dann mit ganz, ganz wenig Druck sein Messer durchzieht. Das ist das Sashimi-Stück. Das sieht gut aus, Digga. Das sieht wirklich nicht schlecht aus, ne? Ja. Und jetzt habe ich hier gerade so 1-2 Löcher drin, dann zerfällt es, ne? Das dann muss man es auch essen einfach, ne? Es ist manchmal immer noch ein bisschen komisch, so rohen Fisch zu essen, aber es ist super Sashimi-Qualität. Also eine Qualität, bei der man sicher sein kann, dass da alles passt. Unser Sashimi nehmen wir einmal und legen es hier vorne bereit. Langsam kommt die Platte zusammen. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen schneller, wenn man einfach bei der Liefer-App des Vertrauens auf Sashimi klickt und das nach Hause geliefert wird. Als nächstes kümmern wir uns um die Nigiri. Dafür nehme ich mir wieder ein wenig von unserem Sushi-Reis, den ich einfach in der Hand zu so einem schönen Schiffchen forme. Es kommt zum ersten Mal ein wenig Wasabi zum Einsatz. Streichen das jetzt auf die Seite, auf die jetzt unser Lachs oben drauf kommt. Die können sich sehen lassen. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe doch für irgendwas Talent, was mit Sushi zu tun hat. Weiter geht's mit unserem Thunfisch. Auch hier schaffen wir erstmal wieder eine schöne Schnittkante. Diese Breite, glaube ich. Doch, doch, doch. Das funktioniert besser als mit dem Lachs. Sehr gut. Weil der Thunfisch einfach ein bisschen fester ist. Auch hier kommt wieder ein wenig Wasabi drunter. Fertig sind unsere Thunfisch-Nigiri. Eine Sache fehlt noch auf unserer Platte. Und zwar die Inside-Out-Special-Roll, in der wir alles, was ihr hier seht, verwenden. Die Dinger kosten locker mal 12, 13, 14 Euro beim Sushi-Lieferservice und wir machen es jetzt einfach selbst. Fragt deshalb nicht, wie viel das alles hier zusammen gekostet hat, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn. Nehmen wir uns ordentlich Reis. Viel mehr als bei den Maki. Und dann verteilen wir ihn auf unserer gesamten Nori-Oberfläche. Alles schön voll machen, das ganze Nori-Blatt muss voll sein. Jetzt kommt auf die Oberfläche weißer Sesam sowie schwarzer Sesam.
Und jetzt drehen wir das Ganze, so wie es ist, einfach auf die Oberseite. Deshalb inside out. Eine ordentliche Schicht Kewpie Mayo in die Mitte. Und jetzt kommt unser Lachs. Einmal rein, unsere Avocado. Und jetzt machen wir zu den Apparat. Zusammendrücken und überrollen das Ganze. Direkt schön in Form bringen. Klassische rechteckige. Und? Ja. Es sieht nicht verkehrt aus, oder? Nein, nein. Wir haben hier so ein, zwei Blindspots. Da fülle ich mal ein bisschen nach. Mal ordentlich Druck drauf. Von den Seiten noch mal ein bisschen nachformen. Wir haben die halbe Miete jetzt heute. Komm, sehr schön. Nehmen wir uns Avocado. Platzieren die einmal on top. Unser Lachs. Das ist das Schöne. Jetzt kann man wirklich kreativ sein. Mango drüber. Ich glaube, jetzt würde sich wiederum ein wenig Thunfisch gut machen. So, falls ihr euch jetzt fragt, was hat dieser Mann gerade fabriziert? Wenn ich mich nicht irre, habe ich genau den richtigen Trick. So, ich habe mir hier ein bisschen Klarsichtfolie vorbereitet. Die legen wir einmal oben drauf. Jetzt nehmen wir eine Rollmatte. Am besten nicht die mit Klarsichtfolie, weil sonst klebt hier gleich alles zusammen. Drücken das Ganze einmal schön in Form. Aha. So sieht es auch schon direkt viel besser aus. Und ein Trick, den ich gesehen habe, ist, dass man das Ganze jetzt mit der Klarsichtfolie schneidet. Jetzt das Ganze noch ein letztes Mal nachformen, sodass es wieder schön in Form kommt. Und am besten gleich mit der Klarsichtfolie abheben. Oh, yeah. Oh, das war so ein guter Trick. Ein Glück hat das funktioniert. Ist trotzdem noch eine Challenge. Ja, jetzt müssen wir das dann noch irgendwie rüberkriegen. Den Platz brauchen wir dafür. Ja. Let's go. So. Das ist Kunst, Digga. Das ist so eine Kunst. Es sieht schon gut aus. Aber es sieht nicht so aus wie im Restaurant. Sushi ist halt Meistersache. Das hier ist meine Version. Das erste Mal, dass ich wirklich try hard versucht habe, Sushi zu machen. So sieht's aus. Und ich glaube, wir sollten uns erstmal vom Geschmack überzeugen. Ich habe das Ganze hier, wie es hier steht, mal beim Sushi-Restaurant meiner Wahl in Lieferservice eingegeben und wir sind hierbei rausgekommen. 58,60 €. Vor dem Hintergrund bin ich noch ein bisschen mehr stolz. Habe ich nämlich einfach selbst gemacht. So, Leute, womit fangen wir an? Ich würde sagen, ganz klassisch mit meinem Go-To, mit den, oh, sieht gut aus, Sake Avocado Maki. Also Lachs Avocado Maki, ohne Witz, sehr, sehr geil. Avocado darin ist cremig, der Lachs ist frisch. Absolut konkurrenzfähig mit dem Sushi-Lieferservice. Es ist die Optik vor allem, was jetzt bei den Maki sich unterscheidet. Wobei wir hier, und das muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, schon echt auch ein gutes optisches Resultat erzielt haben. Knackige Gurke, cremiger Frischkäse. Die Dinger kosten pro Stück 2,80 € bei dem Sushi-Lieferservice. Da kriegt man zwar auch ähnlich viel Fisch, aber guckt euch mal an, wie das hier alles perfekt zusammenhält. Ich kann das in meinem Stäbchen halten, bewegen, schön mit der Fischseite in die Sojasauce und rein da. Mmh. Das ist krank. Ich weiß gar nicht, wie krank mir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft, Digga. Eric hat bis 14 Uhr Intervallfasten gemacht, deshalb werde ich dich jetzt mal mit dem verbleibenden Lachs-Nigiri füttern. Bro, diese Wasabi-Note, die dann danach durchkommt. Krank. Auch hier sehen wir so, wenn man es gegen das Licht hält, das scheint schon fast ein bisschen durch. Ein Stück Special Roll mit Mango, Fischrogen rum drauf. Ohne Witz, besser als Sushi, ist nur Sushi mit Mango. Ich liebe diese Süße, die das mit reinbringt, der Querschnitt davon, oben drauf die Rogen. Das ist schon wirklich fucking nice. Wieder mal gelernt, dass mit genug Vorbereitung wirklich alles möglich ist. Das beweisen wir oft hier auf dem Channel, ne? Ja, und wir beweisen es nicht nur auf dem Channel, sondern wir beweisen es auch uns selbst. Weil ja. Gestern waren wir so, sind wir ready, um dieses Sushi zu machen? Wir haben no joke fast aufgegeben. Wir wollten es eigentlich nicht machen. Wir haben es gemacht, wir dachten, wir brauchen einen Sushi-Meister, der uns Tipps gibt oder so. Aber hier ist es. Wir haben es geschafft. Wie vom Lieferservice. Einfach selbst gemacht. Einfach. Herzlichen Dank nochmal an Shopify, dass sie dieses Video hier unterstützt haben. Es war wirklich ein anspruchsvolles und in vielerlei Hinsicht besonderes Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr auch Sushi nachmacht, dann taggt mich auf jeden Fall darauf. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.